Gute Nacht, kleiner Mann. Hoppel sitzt vor Erik auf dem Bett und nennt ihn einen Angsthasen. Spätestens jetzt kann sich Erik sein Lachen nicht mehr verkneifen. Hoppel, du bist ja der Hase, der Angsthase, nicht ich. Ich bin mutig. So, du bist also mutig. Dann solltest du dich auch auf den Dachboden schleichen und nachsehen, was das für ein Geräusch ist. Erik zieht seine Bettdecke unter die Nase. Da oben, das war bestimmt nur der Wind. Na klar, und der Wind macht auch Schritte. Feigling. Ich bin kein Feigling. Du bist ein 7-Jähriger, der Angst vor dem Dunkeln hat. Ein Feigling. Erik, wenn das so weitergeht, wirst du den Weihnachtsstern nie finden. Jetzt schmeißt Erik seine Arme auf die Bettdecke. Jetzt hör auf, Hoppel. Feigling, Feigling, Feigling. Erik verkriecht sich unter der Decke und dreht sich zur Wand. Geh weg, Hoppel, lass mich allein. Und was macht Hoppel? Er klettert auf Erik und streichelt ihn über den Kopf. Alles gut, mein Kleiner. Meister Hoppel will dich doch nur ärgern. Geh weg! Erik, ich weiß, Mama und Papa haben sich nicht wegen dir gestritten. Du weißt weshalb. Und die Aufgabe ist groß. Sehr groß. Aber ich helfe dir, den Stern zu finden. Meister Hoppel und Erik schaffen das gemeinsam. Hoppel beobachtet Erik, als wäre er sein eigener Sohn. Schlaf, Erik, schlaf, der Hoppel hüt die Schaf. Der Barney schüttelt's Bäumelein, da fällt herab ein Träumelein. Schlaf, Erik, schlaf, schlaf, Erik, schlaf. Am Himmel ziehen die Schaf, die Sternlein sind die Lämmerlein, der Mond, der ist das Schäferlein. Schlaf, Erik, schlaf, schlaf, Erik, schlaf. So schenk ich dir ein Schaf mit einer goldnen Schelle fein, das soll dein Spielgeselle sein. Schlaf, Erik, schlaf. Und schon ist Erik im Land der Träume. Hoppel kuschelt sich in seine Arme und da ist auch er eingeschlafen. Schon bald werden die beiden herausfinden, was da auf dem Dachboden ist. Was glaubst du, könnte es sein? Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, dann abonniere den Podcast und sei beim nächsten Mal wieder dabei. Wie es weitergeht, erfährst du in Folge 16. Und jetzt eine gute Nacht. Dein Mario Miedich.